Barsche. Wahnsinn. Richtig cooler Fisch. Und dann eben über den Grund, da kommen die Kameraden, für die wir eigentlich hier sind. Aber nicht nur wegen dieser Kameraden sind wir hier. Es gibt was zu feiern am Rogensund in Nordnorwegen. 30 Jahre Angelreisen Hamburg, 25 Jahre Rute und Rolle. Es ist eine Jubiläumstour. Neben der Reisegruppe mit dabei Meeresangelprofi Horst Hennings. Er steht den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite und die freuen sich auf tolle Angeltage. Schöne Natur, große Fische fangen. Hellboot und Rotbarsch. Ja, richtig Norwegen pur erleben und richtig Spaß haben hier. Das ist unser Anliegen, genau. All das ist selbstverständlich drin, hier im hohen Norden vor Seiland. Die ehemalige Schule ist ein perfektes Ziel, natürlich nicht nur, aber auch für größere Gruppen. Hier stehen euch 5 Apartments bis 86 Quadratmeter zur Verfügung. Direkt hinterm Haus eine super schöne Sauna. Praktisch? Klamotten schleppen nicht nötig. Mit den Handkarren geht es runter zum Wasser. Hier warten die 19 Fuß Aluboote auf euch. Am Heck 50 PS Motoren. Von hier aus geht es los. Das Wetter spielt scheint mit. Wir haben jetzt auch gleich Hochwasserstillstand. Wir versuchen jetzt erstmal ein paar Köderfische zu fangen und fangen dann erstmal an mit Rotbarsch, würde ich sagen. Denn wir haben kaum Drift und zum Halbbootangeln brauchen wir natürlich ein bisschen Drift. Das machen wir dann nachher mit ablaufendem Wasser. Der Plan steht. Mit im Boot Aris Prien von Angelreisen Hamburg und Rute- und Rolle-Redakteur Tobias Norf. Gemeinsam geht es ran an die roten Riesen. Köderfische fangt ihr hier übrigens fast überall, wo ihr euer Paternoster runterlasst. Der Fischreichtum, das ist genial. Du fährst 10 Minuten raus, bis deine Köderfische angeln, lässt die Rute runter. Gleich über 3 Stück. 4 Stück, das ist einer Wolle nicht mit. Diese kleinen Haken, die eigentlich so eher zum Heringsangeln gedacht sind, fangen oft wesentlich besser als die Großmakrelenhaken, gerade wenn man Köderfische beschaffen will. Also ich habe hier relativ kleine Haken drauf, Goldhaken, und es funktioniert fantastisch. Dann kleine Stücke schneiden. Ich setze hier einmal hinter der Brustflosse an und gehe dann einfach nur auf der Mittelgrede bis zum Schwanz. Ich habe hier 2 schöne Stücken und dann schneide ich nur so Streifen. Das reicht zum Rotbarschangeln. Zum Einsatz kommen solche speziellen Vorfächer. Ja, im Grunde genommen ist das ein Paternoster mit 5 Haken. Kann sich eigentlich auch jeder Angler selbst knoten mit dem berühmten Schnaufenknoten. So ein Lockoktopus dabei, da kommt ein kleiner Heringsfetzen drauf. Und dann ist das eigentlich fertig. Wie gesagt, manche Angler binden auch 2 Vorfächer hintereinander, weil sie meinen, da mehr Wassertiefe abzufischen. Aber hier unten kommt jetzt beim Blei dran, eine relativ kurze Mundschnur. Dann eine relativ kurze Mundschnur, Heringfetzen drauf, 5 Haken übereinander, auf eine 80er monofiler Schnur geknotet. Ganz simpel, einfach und sehr erfolgreich. Ganz wichtig natürlich, die richtige Stelle. Rotbarsche lieben es tief. Dieser Spot hier liegt gerade mal 10 Minuten von der Anlage entfernt. Nun sind wir an der Kante angekommen. Vielleicht mal zur Erklärung hier auf dem Plotter zu sehen. Man sieht hier in der Mitte haben wir 280 Meter. Und hier geht es dann peu à peu wirklich steil in die Tiefe. Und wir haben uns jetzt hier auf die 170 Meter Linie gelegt. Und erhoffen uns hier die Rotbarsche zu finden. Sehr gut beim Rotbarschangeln, weil man hat ja extrem lange Vorfächer bis 10 Meter Länge, viele Haken. Ist es, wenn man sich so eine Heizungsrohrisolierung hier an die Reling gebämselt hat. Dann kann man für den Stellungswechsel mal kurz die Haken einklinken. Man kriegt das Ganze denn einigermaßen heil ins Wasser. Also ein Haken nach dem nächsten einfach per Hand. Ansonsten, wenn man das einfach so ins Boot legt und man hat noch ein bisschen Seegang oder Welle, dann hat man den halben Tag anschließend erstmal zu tun. Und das noch zum Gerät. Also du hast ja doch immer Gewichte von 500 bis 700 Gramm. Du musst ja auch Wassertiefen von 150 bis 200 Meter runterkommen. Also ich habe jetzt hier eine 30-Lips-Rute, aber ich habe auch noch eine 50-Lips-Rute mit. Also ich finde diese jetzt ein bisschen besser, weil die in der Spitze immer noch schön arbeitet. Und da die Rotbarsche nicht so gewaltig sind, habe ich immer noch ein bisschen Spaß dran. Die Rute arbeitet eben.
Ich persönlich fische gern diese Inline-Routen. Das heißt, die Schnur läuft hier drin im Blank. Und das hat natürlich den Vorteil, du hast immer die ideale Biegekurve. Das ist jetzt eben kein Ring. Und beim schnellen Runterlassen kann sich natürlich auch kein Vorfach irgendwo hinterm Ring verhaken. Und gerade bei den Transportkosten heute im Flugzeug kann kein Ring kaputt gehen. Also ich habe diese Routen jetzt schon jahrelang im Einsatz und bin da eigentlich absolut mit zufrieden. Die Wahl der Rolle ist Geschmackssache. Horst und Tobi setzen auf E-Multis, Ares auf Muskelkraft. Dass bei der Angelei in diesen Tiefen reichlich nur auf der Rolle sein sollte, versteht sich von selbst. In Fachkreisen würde man jetzt sagen Männerangeln. Bin ja nicht so weich wie die beiden da. Deswegen ein bisschen Muskelkraft. Erspart das Fitnessstudio, dann kann man Urlaub mit Sport gleich verbinden und funktioniert auch wunderbar. Wunderbar übrigens auch der Spot, den wir uns rausgesucht haben. 1, 2, 3, 4, 5 Fische, ein riesen Rotbarsch, 3 schöne Köhler und ein guter Dorsch. Ach, Nummer 1, schicker Dorsch. Aber richtig, ne? Irgendwo so bei 90 Meter eingestiegen. Schöner Fisch. Wahnsinn. Ein richtig geiler Rotbarsch. Wahnsinn. Was für eine Granate, hä? Unglaublich. Coole Viecher. Aber richtig. Super schön. Es geht in einer Tour weiter. Nächster Rotbarsch. Sogar gerade noch ausgestiegen, konnte ich gerade noch so fangen. Das war ein kleineres Exemplar als Tobis, aber macht Laune. Siehst du, oh, kann sich auch schon sehen lassen, nicht? Was für ein schöner. Ja. Was für ein Fisch. Schöner Rotbarsch. Großartig. Petrihorst. Aber guck mal, ich habe das Vorfach gewechselt. Also mit den kleinen Oktobussen. Und hat gleich den ersehnten Fisch gebracht. Leute, ey, was ist hier los? Das ist ja unglaublich. Krass, echt krass. Tolle Fische. Und zwischendurch immer wieder tolle Beifänge. Junge, was hat der Wind gemacht? Du, guck dir den Kavent mal an. Auf so einen kleinen Haken. Ah, hier sind Fische, das gibt's gar nicht. Wahnsinn. Petrihorst. Vielen Dank. Zwei. Ja, ein bisschen kleiner, aber wunderhübsch. War Zielfisch. Bei der Jagd auf diesen Zielfisch macht es übrigens durchaus Sinn, auch mal ein paar Etagen höher anzusetzen. Weil die Fische stehen längst nicht nur direkt am Grund. Deshalb fischt man auch diese elendlangen Vorfächer, damit man schon mal eine gewisse Wasserschicht abdeckt. Zusätzlich sollte man auch ab und zu mal irgendwie 10 Meter hochholen oder auch 20, um zu gucken, ob die einfach ein gutes Stück Übergrund sind. Granate, hä? Das sind Rotbarsche. Wahnsinn. Petrihorst. Dankeschön. So, wir haben jetzt mal die Stelle gewechselt und wollten so in der letzten Angelstunde des Tages nochmal versuchen, vielleicht heute schon eine Platte ans Band zu kriegen. Und so wie das momentan aussieht, könnte es geklappt haben. Das Ding. Geil. Was für ein Hammer-Angeltag. Plan bisher komplett aufgegangen. Richtig großartig. Klasse. So, und darauf ist er gekommen. 22 cm Gummifisch in Pink. 175 Gramm Kopf. Alles geklappt. Großartig. Was will man mehr? Das Revier begeistert uns heute und auch in den nächsten Tagen, auch wenn der Wind leider immer stärker wird. Die Fische beißen trotzdem. Fast 40 Kilo bringt diese Platte auf die Waage. Ein richtig toller Butt. Also ich bin zufrieden und ich habe wirklich schon viel woanders geangelt, im Ausland, überall. Hab immer Glück gehabt. Das war gut.
Zufriedene Gesichter gibt es auch bei den anderen Teilnehmern. Wow, dickes Ding. Wie hast du ihn gefangen? Draußen bei 140 Meter. Und hat ordentlich Gas gegeben an der Route. Ja. Größte Fisch bisher? Ja. Klasse. Dickes Petri, hä? Ich werde dir danken. Ja, mein lieber Mann, Petri. Danke, danke. Das ist mal echt ein Dorsch. Wo und wie ist er gekommen? Circa 100 Meter Tiefe. Auf dem Pilker. Ohne Gummi. Gezielt ein paar schöne Dorsche und Köhler fangen. Das wollen wir auch noch, denn die sind natürlich auch immer gern genommen. Der zum Teil wechselnde und sehr starke Wind macht das punktgenaue Rotbarschangeln eh so gut wie unmöglich. Aber genauso wie die roten Riesen mögen es auch Köhler gerne tief. Wir haben dort drüben sehr tiefes Wasser, 300 Meter, und hier steigt die Kante an. Von 300 auf, ja, relativ steil auf 50 Meter. Und erhoffen uns hier im Mittelwasser die Seelachse zu finden. Fischen tun wir hier mit Pilkern und dann eigentlich mit einer relativ schnellen Köderführung befördern wir die Pilker durch die Wassersäule nach oben. Und das klappt ganz hervorragend. Das sind kampfstarke Seelachse, wie wir uns sie erwünschen. Also das Revier gibt alles her. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt ein paar Seelachse angeln, haben Seelachse angelt, weil das sind Fische, die Spaß bringen. So, da ist der Sportsfreund. Beim Hochdrehen eingestiegen. Direkt den Pilker vollgenommen. Macht irre Spaß. Petri, Jahre. Danke, Petri, danke. Sobald es die Bedingungen zulassen, geht es zurück auf unseren Rotbarsch-Spot. Die Fische scheinen hier wirklich gestapelt zu stehen. Ja, drei auf einen Streich. Ein richtig geiler Fisch wieder dabei mit 64. Und die kleinen Anführungszeichen sind ja auch schon echt super Rotbarsche. Oh. Noch so ein Brummer. Petri, Jahres, klasse. Wahnsinn. Geiles Rotbarschangeln. Also sehr, die Strömung lässt nach. Wir können das gezielt erfischen. Und dann eben über den Grund, da kommen die Kameraden, für die wir hier sind. Das sind aber auch ein paar schöne Fische. Ja, herrlich. Echt klasse. Riesenklappe haben sie, ne? Da geht was rein. Faszinierende Rotbarsche und faszinierende Schweinswale. Mit deren Besuch könnt ihr hier jederzeit rechnen. Ein tolles Schauspiel bei spiegelglatter See. Da kommen sie schon wieder. Wahnsinn. Ein Naturschauspiel, das erlebt man nur in Norwegen. So geht unsere Jubiläumstour langsam zu Ende. Aber natürlich nicht ohne das große Finale, ohne die Siegerehrung. Wer wollte, konnte seine gefangenen Fische vom Angelreisenteam messen lassen. Auf die Gewinner warten attraktive Preise. Reisegutscheine im Wert von mehreren hundert Euro. Erster Platz, Heinz Hummel. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Am Schluss das Fazit. Es war eine super schöne Woche. Wir haben sehr viel gefangen und es hat einen riesen Spaß gemacht. Das war einmalig für mich, alten Kerl in dem Sinne schon. Und ich habe meinen Fisch gefangen, den ich wollte, und habe auch genug gefangen. Ich bin zufrieden. Und ich werde das auch bei meinen Angel- und Jagdvorlegen weiterempfehlen. Das ist eine gute Gegend hier. Eine gute Gegend für rote Riesen und Co. Der Rogensund in Nordnorwegen.